mehr als 100 Jahren eine Liebesgeschichte. Der Mensch und sein Auto. Ich habe mich zwar mit allen Autos wieder sehr gut angefreundet, aber es hat mir nicht mein VW ersetzt. Den gab's nicht mehr. Diese Liebe hält bei manchen schon ein Leben lang. Da konnte ich nicht gehen. Ich habe das Benzin gar nicht angestellt. Da hat auch einen Falltank. Das kann man ja von innen normal machen, aber ich habe es so gemacht, dass man es von außen besser kann. Wo man da. In unserer ersten großen Fahrt nach Italien, an die Adria, war ja damals das gelobte Land der Deutschen, mit dem alten Käfer mit 25 PS, drei Personen und viel Gepäck, war das schon eine reife Leistung. Auch wenn man schon ein Auto hatte in den 20er Jahren, manchmal musste man sich wieder der Pferde bedienen. Und Fahrkomfort damals sah auch ganz anders aus. Ließen sich die Inhaber der Drogerie Schäfer am Ludwigsplatz 1925 stolz mit ihrem Auto filmen. 1902 in Rüsselsheim. Aus einem Nähmaschinen- und Fahrradhersteller wurde ein Autoproduzent. Opel entwickelte selbst ein Fahrzeug. Man nannte es Doktorwagen, denn viele Landärzte waren damit unterwegs. Einige Jahre zuvor hatten Adam Opel und seine fünf Söhne schon die Zeichen der Zeit erkannt. 1899 hatten sie eine komplette Automanufaktur in Dessau gekauft und sie nach Rüsselsheim verlagert. Durch das Bauerndorf am Main fuhr von nun an gelegentlich der Patentwagen Opel Lutzmann und erregte Aufsehen. . 1924 warteten die Rüsselsheimer wieder mit einer Neuheit auf. Opel wurde der erste Autoproduzent in Deutschland, der die Fließbandarbeit einführte. Das Band, wie es am ersten Tag lief, ach Gott, da waren alles gedacht worden. An die einzelne Zeiten, wo es ablaufen muss. Aber dass die Leute auch immer schließlich austreten mussten, da hat kein Mensch dran gedacht. Nicht? Ach, das kann man gar nicht mehr erzählen, was da für Rempeleien gab. Gell? Autos brauchen Straßen. Das älteste Autobahnstück Deutschlands mit einem Mittelstreifen liegt in Hessen, zwischen Darmstadt und Frankfurt. Der Grundstein wurde schon in den 30er Jahren unter dem Hakenkreuz gelegt. Im September 1933 erhielten 700 Arbeitslose feierlich Schaufeln. Die Nazis versprachen Millionen Menschen Beschäftigung. Tatsächlich waren es nur eine Viertelmillion Arbeiter, die drei Jahre später direkt oder indirekt an der Autobahn bauten. Die Pläne stammten bereits aus den 20er Jahren von Industrie und Wirtschaft. Der Hafraba-Verein hatte eine Verbindung der Hansestädte mit Frankfurt und Basel ausgearbeitet und die wichtigsten Elemente zum Autobahnnetz geliefert. Nur deshalb konnte Hitler schon am 19. Mai 1935 die erste Autobahn zwischen Frankfurt und Darmstadt einweihen. Auf Befehl des Führers wurden kurz vor Kriegsende die Autobahnbrücken gesprengt, wie hier die Werratalbrücke. Bis 1941 waren schon 3.900 Kilometer Autobahn fertig gewesen. Nach Kriegsende forcierten vor allem die Alliierten, dass für sie wichtige Autobahnteile schnell wieder repariert wurden. Anfang der 50er Jahre war Fritz Bender viel auf Autobahnen unterwegs.
Der junge Mann, Jahrgang 1927, war Werksfahrer bei NSU. Sein erstes Auto, ein Lloyd. So einen wird er gleich wiedersehen. Der sogenannte Leukoplastbomber. Ein Kleinwagen aus Holz, nur mit Plastik überzogen. Was man kurz nach dem Krieg ebenso hatte. Ach, da stehen wir ja. Hi, guten Tag. Sie sind der Herr Bender, gell? Jawohl. Tag. Ja, Sie hatten auch mal so ein Fahrzeug gehabt. Ja, aber doch schon mit der großen Klappe. Ja, ja. Das war ja, der war ja später. Der war später. Baujahr 52 und das ist ja Baujahr 51. Und da war mal etwas passiert. Ich war ja damals jung und wollte auch schnell fahren. Ja. Berg runter habe ich immer einen Gang rausgemacht und auf einmal ist mir die Klappe hochgeflogen. Und da war ein Loch drin vom Scheibenwischer. Ja, ja. Ja, das kann passieren. Richtig Holz. Richtig Holz, ja. Es war ja herrlich, mit dem kleinen Auto da zu fahren, ja. Damals für mich. Also das war 10 PS für 4 Personen. Ja, also die Bauweise, die war ja ganz einfach. Kein Stoßdämpfer, hab bloß Falltank und Seilzugbremse, das ist auch ein einfaches System. Ja. Die Scheiben, Schiebescheiben, sind ja Schiebescheiben drin. Ja, Schiebescheibe, ja. Ja, ja. Das war ja eine tolle Konstruktion hier. Ja, ja. Preiswert, damals nach dem Krieg gleich. Unter 3000 D-Mark. Ja. Ja. Der VW hat uns gekostet 4000, also 1000 Mark mehr. Und man konnte zu viert hier drin sitzen. Es hat ja Leute gegeben, die haben sogar zu acht hier drin gesessen. Zwei hinten drin und zwei Kinder auf dem Schoß. Ja, das kann wirklich sein. Das hat alles gegeben. Ja. Das war toll damals. Scheibenwischer bestens. Blinker. Blinker. Der müsste ein Jahr gehen, also da geht er. Schön. Licht geht auch. Funktioniert noch prima. Nur leider ist es schwierig, einen funktionierenden Motor zu bekommen. Die Lichter funktionieren auch. Während Fritz Bender und Alexander Rotärmel 1954 mit ihren Lloyds unterwegs waren, wurden die Arbeiten am Frankfurter Kreuz wieder aufgenommen. Sie waren während des Krieges gestoppt worden. Straßen kreuzten sich ohne Kreuzung. Pläne aus den 20er Jahren. Damals utopische Pläne. Und zwar von einem Magistratsoberbaurat der Stadt Frankfurt. 1956 die feierliche Eröffnung des Frankfurter Kreuzes. Europas erste Verbindung zweier Straßen ohne sichtbare Kreuzung, die auch tatsächlich vollendet wurde. Das berühmte Kleeblatt. Die Planer dachten, damit seien sie dem Verkehrsansturm auf Jahrzehnte gewachsen. Doch weit gefehlt. Immer mehr Autos, immer mehr Lkw. Der Verkehr stieg extrem an. Das Frankfurter Kreuz musste umgebaut werden. Heute ist es das meistbefahrene Autobahnkreuz Deutschlands mit 360.000 Fahrzeugen pro Tag. A3, A5, B43. Flughafenanbindung und die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke machen es zur Verkehrszentrale Europas. Deutschlands Autobahnen hatten schnell einen guten Ruf im Ausland. Deutschlands Raststätten zogen sogar Könige an. Wir schreiben den 1. August 1959. Die Raststätte Pfungstadt bei Darmstadt hatte ihren großen Tag. Und man hatte Umstände gemacht. König Saud stieg aus seiner 6,5 Meter langen himmelblauen Limousine auf hessischen Boden. Man staunte, man fotografierte. Man versammelte sich wegen des Regens im Restaurant. Das Gefolge, die Leibwache und der König. Und trank eine Tasse Tee. Und dann fuhr die Kolonne weiter nach Bad Nauheim, wo sich der König einer Kur unterziehen wird.
Raststättenbesuche. Daran war für Gerold und Else Schöbel aus Walldorf auf ihren ersten Reisen nicht zu denken. Kennst du den Topf noch? Ja. Da haben wir Teewasser gemacht oder Kaffeewasser. Aha. Das ist unser ganzer Hausstand, den wir mitgenommen haben. Ja. Guck, wie raffiniert unsere Bestecke noch waren. Zusammenklappbar. Ja. Mhm. Messer, Gabel, Löffel. So, rein damit. Und unser Kocher. Zack. Siehst du, mit einer einzigen Flamme. Mit einer einzigen Flamme haben wir Mittag gekocht. Und konnte dann, wenn man irgendwo stehen geblieben ist, sich etwas zu essen machen. Und der Belag untertags bei der Fahrt konnte höchstens ein bisschen Hartwurst sein. Alles andere geht ja kaputt. Die Butter wäre vom Brot gelaufen. In dem heißen Auto, das war ein VW-Käfer. Klimaanlage gab es da keine. Man hat zwar die Fenster aufgemacht, aber das hat nicht gereicht. Eine Flasche Wasser. Und warum nur eine? Wenn wir sie ausgetrunken haben, da war sie schon warm. Dann haben wir versucht, nochmal Quellwasser reinzutun und für unterwegs was zu trinken zu haben. Das ist aber schwer. Na ja, kommt ihr ins Auto, das Auto schafft das schon. Das war halt damals noch Abenteuer. Abenteuer Autobahn. Die neuen und leeren Schnellstraßen luden zum Rasen ein. Die Polizei hielt dagegen, mit Stoppuhr, Funktelefon und einem Fotografen. Im Sommer 1957 fuhren der Hobbyfilmer Gerold Schöbel und seine Frau das erste Mal nach Italien. Kein Geld für die Pension, geschlafen wurde im Zelt. Und der gebraucht gekaufte Käfer offenbarte nun seine Macken. Der war auch schon einige Jahre alt, die Reifen waren entsprechend, naja, damals gab es ja sowieso noch keine besonders guten. Aber da das Profil auch nicht mehr besonders war, gab es jeden Abend einen Platten. In der Früh vorm Abfahren gucken, ein Platter. Flicken, wieder reinstecken, bei der Tankstelle aufpumpen, beim Tanken und dann war er wieder fit für den nächsten Tag. Und so ging das fast jeden Tag. Aber wir haben es geschafft. 3000 Kilometer mit diesem Auto. 3000 Kilometer. Autoreifenproduktion hat in Hessen eine lange Tradition. Continental ist in Korbach seit 1928, Veit in Sandbach seit 1903, heute in Breuberg als Pirelli. Veritas in Gelnhausen seit 1900 und Dunlop hier in Hanau sogar schon seit 1893. Fünf Jahre zuvor hatte John Boyd Dunlop in Irland den Luftreifen erfunden. Das Dunlop-Werk in Hanau war nicht nur das erste Autoluftreifenwerk Hessens. Es war sogar das erste auf dem ganzen europäischen Kontinent. Heutzutage werden deutschlandweit die meisten Autoreifen bei Goodyear Dunlop in Hanau und Fulda produziert. Und in keinem anderen Bundesland gibt es, zusammen mit Continental und Pirelli, so viele Reifenwerke wie in Hessen. Seinen Führerschein machte Gustav Lux 1958. Also wenn ich mir das so angucke, denke ich an die Prüfung, die ich damals in Höchst gemacht habe. Wir waren mit dem Käfer auch unterwegs und der Prüfer verlangte plötzlich von mir, in eine enge Hofeinfahrt einzufahren, um dort
auf diesem Bauernhof einzukaufen. Für heutige Verhältnisse völlig undenkbar. Ich habe das halt gemacht und habe sicher damit auch Bonuspunkte bekommen. Er von seiner Frau sicher auch. Ihr erstes Auto war ein gebrauchter Käfer, 10 Jahre alt. Mit diesem Auto machten sie ihre erste Reise. Es ging an die Adria. Durch den Spessart, über Bundesstraßen, nach Würzburg, über Landstraßen. Dann erst wieder gab es eine Autobahn. Auf diesen engen Bergstraßen, über den alten Brenner oder über die alten Brennerstraßen, sah man dann in den Kurven Opel und Ford dampfend stehen, weil wassergekühlt und wir mit unserem luftgekühlten Käfer völlig problemlos daran vorbei, trotz der nur 25 PS. Natürlich in der Ebene wurden wir dann von den Opels und Fords wieder überholt. Aber das steckten wir mit links weg. Ich durfte auch zwischendrin fahren. Ja, weißt du noch? Mhm. Mit Herzklopfen hast du mich da dran gelassen. Aber es ging. Es hat Spaß gemacht. Das war so Freiheitsschnuppern irgendwie. Wunderbar. Unser Käfer war unser Ein und Alles. Für meine Frau ein zweites Kind. Jede Woche wurde total waschtag gemacht. Das Auto wurde innen und außen geputzt und gepflegt und gewachst und gewienert. Bis zu dem Unfall, den ich dann mit dem alten Käfer hatte. Der war ja Schrott und konnte nicht mehr benutzt werden. Ich glaube, meine Frau hat damals mehr darunter gelitten, dass das Auto kaputt war, wie unter meinen Verletzungen. Der Totalschaden von meinem VW, das war schon sehr schlimm. Denn das war ja das erste Stück, was mir Freiheit geschenkt hat. Ich konnte überall mit hin. Ich war selber verantwortlich mit dem, was ich gemacht habe. Und es hat mir keiner dazwischen geredet. Ich habe immer wieder versucht, irgendwo so was zu empfinden. Aber das ging nur mit meinem alten VW, den mir keiner mehr ersetzen konnte. Es war schon... Oh ja, das tat sehr weh. Der Autoverkehr nahm mit dem Wirtschaftswunder in den 50ern erheblich zu. Die Polizei bekam immer mehr zu tun. Sie kontrollierte nun die Geschwindigkeit mit dem modernsten technischen Hilfsmittel, dem Radarkontrollwagen. Die mit dem Radargerät gekuppelte Kamera wird geladen. Dann wird das Aufnahmegerät einvisiert. Der Wagen ist einsatzbereit. Auf 50 Stundenkilometer eingestellt, löst der Radarstrahl die mit einem Elektronenblitz gekoppelte Kamera aus. Automatisch wird jeder Verkehrsteilnehmer, der die Geschwindigkeitsgrenze überschreitet, fotografiert. Und so sieht dann das Andenkenfoto aus. Alles ist darauf festgehalten. Der Wagen mit dem Kennzeichen, Ortsangabe, Datum, Uhrzeit auf die Sekunde genau und die gefahrene Geschwindigkeit. Die Disziplin auf den Autobahnen ließ schon damals zu wünschen übrig. Der Leiter der Abteilung Verkehr im hessischen Wirtschaftsministerium wollte auf Humor setzen. Dieses erste Plakat spricht den Verkehrsraudi an. Wir haben ja Gott sei Dank nur verhältnismäßig weniger auf unseren Straßen. Trotzdem sollen auch diese einmal angesprochen werden und ihnen gesagt werden, was wir von ihnen halten. Die letzte Gruppe der Plakate wendet sich an diejenigen, die überholen wollen. Und das weitere Plakat, dass man den Rückspiegel zu beachten hat. Gerade dieses Plakat in seiner humoristischen Darstellung dürfte gerade dem Kraftfahrer deutlich vor Augen führen, welche Bedeutung der Rückspiegel hat. In den Städten entstand langsam ein neues Problem. Wohin mit all den Autos? Wiesbaden hatte da eine Idee, baute für all die Wagen ein eigenes Haus,
ohne den Fahrer sollten die Autos in Boxen einparken. Man fährt vor, löst Bremse und Kupplung und empfängt als Quittung eine Marke mit der Nummer der Box. Wir haben gesagt, das müssen wir mal ausprobieren und sind dann hierher gefahren und haben uns das auch angesehen. Sind aber nicht gleich reingefahren, sondern wir haben wirklich erst mal geguckt, ob da auch überhaupt noch einer rauskommt. Weil das war uns dann schon nicht ganz geheuer, dass man das Auto hier abgibt, das im Fahrstuhl verschwindet und dann einfach weg ist. Aber wir haben dann gesehen, dass auch noch Fahrzeuge rauskamen und dann haben wir das auch ausprobiert. Die Tür zum Lift öffnet sich. Ein Greiferwagen fährt aus und zieht das Auto, so wie es voller Zuversicht da draußen übergeben wurde, in den Lift. Alles Weitere ist Sache des Liftführers, der nach Anweisung lediglich noch Knöpfe zu bedienen braucht. Automatisch bringt ein kompliziertes Aufzugssystem, es ist 16-fach gesichert, den Wagen zur gewünschten Box. Pro Stunde 30 Pfennige, inklusive Scheibenwaschen und Ölstandprüfung. Parksünder finden. Das sollten in Frankfurt von nun an Frauen. Die Stadt sorgte damit 1961 für eine Sensation. Sie stellte die ersten weiblichen Hilfspolizisten Deutschlands ein. 9 junge Damen. Das war unbeschreiblich, weil wir ja die ersten waren. Also die ersten Frauen in Uniform nach dem Krieg. Da kamen dann von England, von Frankreich, ich glaube aus der Schweiz, die Polizeichefs und haben sich das dann später bei uns angeguckt. Ob es sich rentiert und ob sie es nachmachen wollten. Noch gibt Obermeister Heller Anweisungen und Ratschläge. Aber das wird nicht so bleiben. Schmunzelnd verfolgen die Kollegen die ersten Schritte ihrer Konkurrenz. Mein Hauptutensil war also die gelbe Kreide, Ölkreide. Und damit haben wir die Autos markiert, die Reifen und Fahrbahn in einem Strich, damit wir nachweisen konnten, dass die Autos nicht entfernt hatten. Für die Frankfurter Kinder sind goldene Zeiten angebrochen. Weniger rosig dürfte die Zukunft für die Kraftfahrer aussehen, denn an den Parkometern in der Innenstadt wird sich künftig der geballte Charme der Damen voll entfalten können. Und diese Handbewegung wird auch nicht erfreulicher, wenn sie künftig von einer weiblichen Hand ausgeführt wird. Die heutigen Parkscheinautomaten findet Ingrid Kossmann kompliziert. Ihre Aufgabe in den 60ern war es auch, die Parkuhren zu kontrollieren. 10 Pfennig war der Preis für eine halbe Stunde parken. Ein Strafzettel kostete 3 Mark, auch aus einer weiblichen Hand. Welche haben sogar gern bezahlt? Die haben gesagt, ihnen gebe ich gerne 3 Mark oder sowas. Und der andere sagte wieder, nee, mit ihnen gehe ich lieber für 3 Mark Kaffee trinken. Immer mehr Menschen konnten sich nun ein Auto leisten. Die Autoindustrie boomte. Der Käferhersteller Volkswagen kam in seinem Stammhaus in Wolfsburg nicht mehr hinterher und ließ 1957 in Nordhessen ein Werk bauen. Dazu wurden in Altenbauna die Bauernhöfe abgerissen. Baunatal, das war ja früher ein kleines Erdchen. Da war so eine S-Kurve und da waren wir durch den Ort durch. Und da ist viel gebaut worden und viel gemacht worden. Und das war nur dem Werk zu verdanken, dass das hierher kam. Otto Schmid war dort der erste Mitarbeiter. Er bekam die Stammnummer 0. Beim Handballtraining waren er und seine Mitspieler gefragt worden, ob sie nicht beim neuen VW-Werk anfangen wollten. Ich wusste, dass VW Autos baut. Das war mir bekannt. Und aufgrund dessen habe ich angenommen, dass wir hier in Baunatal wahrscheinlich auch Autos zusammenbauen werden. Aber dem war nicht so, sondern wir haben Aggregate für die Produktion nach Wolfsburg verschickt. Und außerdem hatten wir den kompletten Ersatzteildienst weltweit hier angefangen. Das Werk Kassel-Baunatal liefert heute in über 70 Länder Ersatzteile. Rund 8 Millionen Motoren sind aufbereitet worden seit den Anfangstagen.
Diese alten Motore, die mussten erst auseinandergenommen werden. Und da haben wir gesagt, es war die sogenannte Schlachtebank. Da wurde also die Aggregate total auseinandergenommen, gewaschen, überprüft und wieder zusammengesetzt. Und die Teile, die nicht mehr verwendbar waren, die wurden ersetzt durch Neuteile. Auch die Konkurrenz aus Rüsselsheim konnte sich damals vor Aufträgen nicht retten. Der Opel Kapitän kam auf den Markt und wurde ein voller Erfolg. Ein neuer Wagen. Sie kennen ihn noch nicht? Ich kenne ihn schon, aber nichts verraten. Nicht zu viel verraten. Sitz nochmals. 50, 70, 100. 4,76 Meter, nur Überraschungen bis zum Großvolumenkofferraum. Bald werden Sie ihn sehen. Den neuen Kapitän beim Opel-Händler. Die Region Rüsselsheim boomte. Langsam wurden die Arbeitskräfte knapp. Die ersten Gastarbeiter kamen aus südeuropäischen Ländern nach Rüsselsheim. In mehreren Schichten strömten die Opelaner nun an die Bänder. Und es sind unsere Hände. Die 50er und 60er Jahre waren eine prüde Zeit. Aber man musste im Auto ja nicht immer nur fahren. Deutschlands erstes Autokino eröffnete 1960 im hessischen Grafenbruch und wurde sofort umfunktioniert. Ich erinnere mich daran, es ging durch die komplette Presse, durch die Zeitungen, durch den Rundfunk. Kino ist neu eröffnet und meine Frau und ich sind natürlich dann auch mal zum Gucken, haben uns das dort angesehen, waren pass erstaunt, wie viele junge Liebespärchen sich da trafen und herumknutschten letztendlich, nachdem der Film begonnen hatte. In den Autos verbrachte man damals aber nicht nur schöne Stunden. Täglich wachsende Autoschlangen auf den Straßen unserer Städte, täglich Unfälle, täglich Verkehrstote. Besonders ältere Menschen zählen zu den Opfern. Wie sollen sich alte Leute verhalten, wenn sie ganz allein am Straßenrand stehen, auf einer Insel inmitten des lärmenden Getriebes? Nicht immer ist ein hilfsbereiter Schutzmann zur Stelle, der sie über die Straße begleitet. Deshalb führte die Kasseler Verkehrspolizei in Verbindung mit der Lebensabendbewegung einen zwanglosen Unterricht für alte Leute ein. Der Andrang zu den Fahrten ist groß. Die erste Regel ist die, treten Sie nicht spontan auf die Fahrbahn. Warten Sie ruhig etwas ab, selbst wenn Ihnen der Hut davonfliegt. Der Hut ist zu ersetzen, Ihr Leben, Ihre Gesundheit kaum. Im Garten des Heimes der Lebensabendbewegung empfängt Kassels Oberbürgermeister Dr. Lauritzen die Gäste. Ein paar Jahre später wird er Bundesverkehrsminister sein und gegen den Widerstand des ADAC 1972 das Tempolimit auf Landstraßen durchsetzen. Ich würde mich besonders freuen, wenn die Polizei und die Lebensabendbewegung es schaffen würden, in gemeinsamer Arbeit hier die Fußgänger in einer Weise zu erziehen, dass sie nicht nur gefahrlos durch die Straßen gehen, sondern dass wir vielleicht eines Tages die Stadt mit den diszipliniertesten Fußgängern sein werden. Kilometerlange Staus, Schritttempo auf der Autobahn. Schlangen an den Tankstellen bis auf die Fahrbahn hinaus. In den Sommerferien 1961 machten viele zum ersten Mal diese Erfahrung. Und sie sollten sie von nun an immer wieder machen. Hessens günstige Lage zentral in Europa wurde zum Fluch. Man teilte sich die A7 mit den Skandinaviern, die Richtung Süden fuhren. Und mit Italienern, Schweizern und Österreichern, die Richtung Norden fuhren. Motoren liefen heiß, Familien schwitzten, es gab noch keine Klimaanlagen. Gern rauchten Mami und Papi im Auto, die Nerven bei allen lagen blank. Bisher gab es nur die Wahl zwischen Parkplatz mit Stulle und Ei oder Restaurant mit Kellnerin. Doch im Sommer 62 lockte die Autobahnraststätte Lorsch mit einem neuen Konzept als automatische Gaststätte. Da konnte man sich aussuchen, was man wollte, nur meistens war man auf der falschen Seite.
bis man endlich gefunden hat, wo es lang geht. Dass man alles bekommen konnte, Vorspeise, Hauptgericht und die Getränke. Ja, wo waren die Getränke? Ja, und dann hat man das Getränk. Und dann, wo gab's denn die Gläser? Die Promillegrenze für Alkohol am Steuer lag damals bei 1,5. Die 60er waren die großen Jahre der Autohersteller. Ihr Verband gab immer neue Rekordzahlen bekannt. Auch bei Opel lief es rund. Es war die Zeit von Kadett und Diplomat. Die Technik in der Automobilbranche wurde immer ausgefeilter. Nun sollten die Autos auch unter ganz professionellen Bedingungen getestet werden. Im April 1966 nahm Opel in Dudenhofen eine Autoprüfstrecke in Betrieb. Es war die damals modernste und größte Europas. Mit einer 5 Kilometer langen Schnellfahrbahn, die das gesamte Gebiet kreisförmig umschließt, besitzen die Opel-Werke eine absolute Neuheit unter den Prüffeldern der Automobilindustrie. Durch ihre starke Überhöhung ermöglicht die Strecke Dauerfahrten mit Geschwindigkeiten bis weit über 200 Stundenkilometer. Auch harte Bremsversuche können hier vorgenommen werden. Bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 120 kann man die Hände vom Lenkrad nehmen. Der Wagen bleibt in der Spur. Hier die Schleuderstrecke. Und so sieht es der Fahrer. Blaubasalt und Regen. Schrecken für jeden Kraftfahrer. Die Opel-Testfahrer jagen ihre Wagen im 100-Kilometer-Tempo über diesen Spezialkurs. Es gibt kaum eine Straßenbauart, die nicht anzutreffen ist. Auf dem Skidpad, einem Betontablett von 100 Meter Durchmesser, werden Fahrverhalten und Ausmaß der Karosserieneigung im Bereich extremer Beanspruchung ermittelt. Auf dem Berg des Leidens mit 30-prozentigen Steigungen laufen Anfahr- und Schaltversuche und werden Getriebe- und Achsübersetzungen erprobt. Der Bau der Versuchsstrecken war vor allem nötig geworden, nachdem es wegen des ständig zunehmenden Straßenverkehrs nicht mehr möglich war, auf öffentlichen Straßen Versuche zu unternehmen. Ferienbeginn, Stau. Feiertag, Stau. Mehr Unfälle, noch mehr Stau. Anfang der 70er Jahre, vor allem auf Hessens Autobahnen, wurde der Verkehr immer dichter. Zwischen Nord und Süd, zwischen West und Ost, alle fuhren hier durch. Der ADAC wollte sie warnen. Wo sind die Staus? Wie lang sind sie? Das Problem, wie kommen diese Informationen schnell zu den Autofahrern? Die Idee des ADAC, Verkehrsbeobachtungsflüge und Verkehrsfunk. Vom Flugplatz Egelsbach startete das Flugzeug. Pilot der ersten Stunde, Ferdinand Klöß. Wir hatten an Bord einen dritten Mann, das war ein hoher Polizeioffizier. Der hatte die Funkverbindung mit der Leitstelle der Polizei. Und die Leitstelle gab es dann weiter an Hessischen Rundfunk und die versuchen es dann, die Sendung zu bringen. Ist natürlich alles viel zu lang. Deswegen hat man dann nach kurzer Zeit einen Reporter vom Hessischen Rundfunk noch mit an Bord genommen und der hat versucht, direkt mit Funk in die Sendung zu gehen, war von so schlechter Qualität, dass man das erstmal wieder eingestellt hat, wurde aber dann mit der Zeit doch immer mehr verbessert. Den Verkehrsfunk gibt es seit April 72. Er ging mit der Hörfunkwelle HR3 an den Start. Die bekam sogar ihr eigenes Flugzeug, die HR3-Biene. Bienchen erreicht täglich bis zu 1,8 Millionen Hörer. Von den Autobahnen, hier meldet sich Frank Wank aus dem HR3-Flugzeug Heinrich 248. Wir sind gerade in Egelsbach gestartet. Damals war das Flugzeug nur zu Ferienbeginn und Ferienende unterwegs und an langen Feiertagswochenenden.
Und dann plötzlich das. Leere Autobahnen. 1973. Internationale Ölkrise. In Deutschland wurden 2 autofreie Sonntage verhängt. Das immer mehr bekam einen Dämpfer. Die Autofahrer nahmen es gelassen. Sie stiegen um aufs Fahrrad oder auf echte Pferdestärken. Und die Menschen eroberten sich den Platz zurück. Von nun an begann bei den ersten Autofans ein Umdenken. Auf keiner IAA fehlte mehr das Thema sparsamer Autofahren. 1975 präsentierte man die ersten Elektroautos. Diskutiert wurden weniger Kraftstoffverbrauch und geringerer Luftwiderstand sowie verschiedene Alternativen für den Antrieb. Von nun an sollten Sie die Diskussion bestimmen. Strom, Gas, Wasserstoff und Luft. Luft? Wenn dieses Gefährt einmal, meine Damen und Herren, produktionsreif geworden sein wird, dann bedeutet das eine Revolution für den Individualverkehr. Dieses Automobil besitzt einen neuartigen Antrieb, der 2 elementare Bedingungen unserer heutigen Welt erfüllt. Einmal Beachtung des Umweltschutzes und zum anderen Lösung der Energiekrise. Denn dieses Gefährt fährt mit Pressluft. Die Pressluft befindet sich hier in dieser Flasche und man ist unabhängig vom Benzin. Und wenn ich dieses Ventil öffne, dann stößt die ausströmende Luft dieses Gefährt nach vorne. Hier, das ist eine andere Konzeption des Antriebes. Es ist also möglich, damit das Ganze geht wieder weg. Das ist sehr umweltfreundlich. Es passiert überhaupt nichts mit Ihrer Hose. Es sieht so aus, als wenn die Automobilindustrie nicht sehr interessiert dabei ist. Und das ist eigentlich auch verständlich. Wenn Sie diesen Motor, die Konzeption betrachten, es dreht sich nichts mehr, es bewegt sich nicht mehr, es gibt keinen Verschleiß. Das heißt, man hat das alte Lied wieder, dass die Industrie für Neuerungen nicht so aufgeschlossen ist und vor allen Dingen fürchtet, die eigenen Pfründe geschädigt zu bekommen. Diesen Beitrag sendete das HR-Fernsehen 1974, genau gesagt am 1. April. Benzinschleudern verstopften die Ortschaften. Als Lösung kannte man damals nur immer mehr neue Straßen. Zur Not auch durch Naherholungsgebiete. So geplant für die B8, die sogenannte Taunus-Autobahn. Ralf Otto aus Eppstein hat dagegen gekämpft. 30.000 Bäume hätten gefällt werden müssen. Bis zu dieser Zeit war so etwas kein Anlass für Proteste. Doch nun, in den 70ern, formierten sich erste Bürgerinitiativen gegen den Autobahnbau. Dazu kam, dass wir natürlich Kinder der Region sind. Wir haben dann versucht, ein Stück unsere Heimat hier zu retten. Das war für viele anfangs abstrakt, weil den Behörden erstmal aller Glauben geschenkt wurde und junge Umweltschützer belächelt wurden. 1979. Die Trasse war schon aufgeschüttet. Die Bürgerinitiative errichtete darauf ein Hüttendorf, das Dorf auf dem Damm. Harter Kern, 20 junge Leute, zeitweise 200 Bewohner. Das Ziel, die Öffentlichkeit aufrütteln. Und tatsächlich, Lehrer kamen mit Schulklassen vorbei. Wochenendspaziergänger informierten sich. Zunächst mal war die Bevölkerung abwartend und hat junge Leute gesehen mit langen Haaren, ja, die eine Holzhütte dahin bauen, wo musiziert wird. Das wurde erstmal hinterfragt. Und als sie gesehen haben, dass wir ohne Wasser, ohne Strom einen langen, kalten Winter hier oben ausgeharrt haben, unseren Protest vorangebracht haben, die Informationshütte ausgebaut haben, Schulklassen informiert haben, dann haben wir mit der Bewegung an Nachhaltigkeit gewonnen und wurden dann zunehmend auch ernster genommen. Das Camp wurde nach 2 Jahren geräumt. Doch die juristischen Auseinandersetzungen gingen weiter. 1985 dann das gerichtliche Aus für die geplante Taunus-Autobahn. Autos ohne Lärm und Abgase. Darüber grübelte Felix von Borg schon während seines Studiums. Anfang der 90er Jahre schlossen sich ein paar Ingenieurstudenten der TU Darmstadt zusammen und gründeten die Akademische Solartechnikgruppe, kurz AKSOL.
Sie entwickelten einen Zweisitzer, der mit Sonnenenergie angetrieben wurde. Das Elektroauto Akabine. Wenn man ein Auto hat, was mit Solarenergie fahren kann, dann stellt man sich schnell vor, was ist denn, wenn die ganze Welt mit Solarenergie fährt. Und wenn man dann ein bisschen rechnet und dann guckt man sich die Afrika-Karte an und malt die Fläche von Solarzellen da drauf, die die ganze Welt bräuchte, um ohne Öl zu fahren. Und man sieht, dass von der Sahara immer noch genug Platz ist, um dort im Sand zu spielen und die Kamele zu treiben. Dann denkt man, das ist doch eine schöne Vision. Den Elchtest schaffte die Akabine 1999 gerade so. Aus der Akabine wurde der Oscar. Er soll wie ein Baukasten Teillösungen liefern für ein möglichst leichtes Sonnenauto. Ein Maskottchen, eine Vision, ein Ideengeber. Ich habe gute Hoffnung für die Zukunft, weil ich habe sowas schon mal gesehen. Nur das soll Oscar sein. Die jungen Ingenieure fokussierten sich nun immer mehr auf das anspruchsvollste Teil, die Batterie. Der große Vorteil eines Elektrofahrzeugs und damit einer Batterie ist, dass sie elektrische Energie speichern kann. Und elektrische Energie können wir heute schon aus regenerativen Quellen wie Solar und Wind erzeugen. Das Verhältnis von dem, was man reinsteckt in die Batterie und zu dem, was man wieder rausnehmen kann, das ist sehr gut. Das heißt, wir haben dort einen Wirkungsgrad von über 95%. Ein Verbrennungsmotor hat einen Wirkungsgrad von 30%, wenn er sehr gut ist. Felix von Borg meint, das Elektroauto wird sich durchsetzen. Ob es in 10 Jahren, in 20 oder in 30 soweit sein wird, das wissen wir noch nicht. Aber wir glauben, wir kennen eine ganze Reihe von Einflüssen auf diesen Zeitpunkt. Das ist der Ölpreis, das sind Emissionen, das sind aber auch emotionale Gründe, weswegen wir uns mit dem Sportwagen beschäftigt haben. Wir haben lernen müssen, als Techniker auch ein bisschen schmerzlich, dass wenn man Innovationen präsentieren möchte, dafür begeistern möchte, dann braucht man auch Produkte, die begeistern. Wenn George Clooney jetzt neben mir stehen würde und Oscar wäre ein Produkt, dann könnte ich morgen 1000 Stück verkaufen. Elektromotoren sollen auch die Zukunft des VW-Werkes in Kassel-Baunatal sichern. 2010 gab es den ersten Serienauftrag. Kassel setzte sich durch gegen einen internationalen Mitbewerber. Bis heute werden nirgendwo im weltweiten VW-Konzern so viele Getriebe gebaut wie in Nordhessen. Nun will das Werk die Nummer 1 im VW-Konzern für die Elektromotoren werden. Auch Opels Ingenieure wollen die Zukunft sichern. Mit dem Insignia und mit dem Elektroauto Ampera wollen sie die Krise von 2009 hinter sich lassen. Geschichte und Zukunft auf vier Rädern. Wenn die Enkel und Urenkel der hessischen Autoveteranen groß sind, wie werden dann wohl die Autos aussehen? Ja, vor allen Dingen nicht so schnell, nicht so schwer und nicht so groß. Man muss nicht so einen unehrlichen Ballast wie eine Person da rumschleppen. Achtung, fertig, los! Ein Elektroauto, das wird ja dann auch billiger, wo sowieso alles teurer wird. In den Städten wird der Verkehr durch die öffentlichen Verkehrsmittel zunehmen, weil die Einfahrt in die Städte, die werden gebührenpflichtig. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Elektronik in den Autos breit gemacht und das wird immer noch mehr werden. Zweifellos werden Bremshilfen und weiß der Teufel, was für Hilfen eingebaut werden, die dem Fahrer Verantwortung abnehmen. Und bei den steigenden Benzin- und Kraftstoffpreisen überhaupt wird der Strom das Antriebsmittel in Zukunft sein. Und das glaube ich ganz fest daran.